willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Ich habe gerade mit dem Herrn Blaubeer probiert, ob das Ding da reinpasst, dieses Förderband, und ob das so funktioniert, wie ich das gerne hätte, aber neu natürlich nicht. Hat natürlich nicht hingehauen. Müssen wir uns halt weiter mit dem Anhänger hier quälen. Klappt's? Schwer hier rauszukommen. Mann. Ja, ja. Soll ich mal? Ja, wenn du magst. Musste, gucken. Ups, jetzt sehe ich nichts. Musste über die Schaltung machen, weißt du? Die Zusatzschaltung. Ah. Ja, passt. Dann muss ich gleich mal. Ja, warte. Ja. Muss gleich mal den Trissler anrufen und fragen, ob der das hier so. Ob er 14 Paletten gleich haben will. Noch ein Stück? Noch ein Stück? Nimmt er bestimmt. Gut. So, perfekt. Jo. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ach, kein Problem. Bis bis die Tage. Jo, bis die Tage. Tschö. Ciao. Herzlich willkommen bei der Gemeinde Grünfelder Land. Wir haben nun folgende Auswahlmöglichkeiten. 3. Die 1 für die Polizei. Die 2. Oh. Grünfelder Land Wasserwerk hier. Hallo, Herr Drissler. Hallo. Wie viele Paletten wollen Sie denn jetzt haben? Alles, was Sie haben. Also ich habe jetzt eine Lage drauf. Ich könnte nur eine Lage drauf machen, aber ich weiß nicht, ob Sie die gesichert bekommen. Ja, wenn sie nicht sicherbar ist, dann lieber nur eine Lage. Dann sind es aber nur 8. Andernfalls wären es 14. Ja, ich muss mal nachfragen, wer den Transport macht. Vielleicht hat derjenige noch ein anderes Fahrzeug. Okay. Jo, dann fragen Sie mal. Jo, ich melde mich dann. 2, 4, 5. Moment kurz. Ja. Hier. 6. Warte. Zähle ich richtig? 5, 6. Bis dahin haben sie wahrscheinlich dann insgesamt 16 Paletten. Okay. Gut, tschüss. Bis dann, tschüss. Okay. Gut. Oh Gott, ich muss ernten. Ich muss ernten. Oh, ich habe auch noch Hackschnitzel beim Jürgen liegen. Ich muss ernten. Und zwar in Jalla die Waldfee. Oh Mist, ey. Ist mir jetzt völlig rausgegangen. Kann ich doch glatt vergessen. Hoffentlich hat er meinen Anhänger hingestellt. Ey. Hat er aber Glück gehabt.
Gott. Und vor allem habe ich das Problem. Ach, da muss ich mich entschuldigen lassen. Ich habe Erntestress. Das ist halt im Sommer so. Also was soll man machen? Muss mich nächste Woche entschuldigen lassen. Es ist so heiß, es könnte ja auch sein, dass es bis nächste Woche dann ja, verdorrt. Und das wäre natürlich suboptimal, wenn der Mond dann weg ist. Ab auf den Drescher. Einfach drauf los. Mir jetzt egal, ob ich kreuz und quer fahre. Hauptsache dreschen, damit das Zeug vom Feld kommt. $800 wäre gerade Preis. Hallo? Ja? Bei dir in der Nähe vom Hof? Warum? Ich brauche einen Traktor. Wie, du brauchst einen Traktor? Ich brauche ganz kurz einen Traktor. Auf deinem Hof steht ein Traktor von mir. Nee. Doch. Auf deinem Hof bin ich aber. Ja, da steht nichts. In der Nähe? Nee, ich bin am Ernten auf der 81. Da steht auch du Johnny. Okay. Sorry. Wann warst du denn da? Gerade. Ach, hast du gerade den Klaas zurückgebracht, oder was? Nee. Der Diesel hat doch hier. Ah, den Tiefenlocker. Ja. Was ist damit? Er lag gegen dein Tor und alles. Er wohl geflogen damit. Oh Gott, einmal mit Profis, ne? Ja, und jetzt hatten irgendwie die Anhängung, die Dreipunktaufhängung da komplett verbeult. Und der Flug, der geht nicht mehr ab. Ach Gott. Wenigstens hängt es nicht an meinem Traktor. Ja, und der andere Flug, der Tiefenlockerer da. Er hat irgendwie jetzt auch Macken. Okay. Er hing irgendwie ganz komisch an deinem Tor da. Du sollst mal dein Schneidwerk reparieren. Ich? Mein Drescher.
77. Ja, wo steht denn der Drescher? Ach, der steht bei dir, ne? Ja, ich bin gerade am Dreschen. Gut. Gut, ich stelle dir danach auf den Hof. Jo, merci. Gut, bis dann. Wie der nach seinem Equipment guckt, ey, gar nicht. Was ist das für ein Schlotri, ey? Dass der hier voll läuft und dann ich die Frucht zusammenfahre, das wäre natürlich fatal. Gut, ich hoffe, ich krieg so viel Raps Mohn wie möglich hier runter. Ja, so viel Mohn wie möglich geht. Damit ich so viel wie möglich Geld mache. Mohn hat ein gutes Potenzial. Ich meine, wir haben jetzt ja schon 12.000 gleich. Das ist dann ganz schick. Ja, warum hat denn der jetzt so nach links gezogen? So. Jetzt wende ich gleich. Kann ich nämlich abtanken. Der kommt auch gar nicht mehr vom Fleck so richtig, ne? Der fährt total langsam. 8 km/h. Oh, wenigstens hat der Drescher hier eine Klimaanlage, ey. Hä, warum? Warum?
Vielleicht kriege ich den Teil hier gerade noch so fertig. Mal gucken. Den Rest muss ich dann morgen machen. Aber dass der jetzt schon so nach links und rechts zieht, das ist schon auffällig. Das könnte natürlich am Wartungszustand liegen, dass die irgendwie die Lenkung sich verstellt hat. Weiß auch nicht. Komm mal ganz kurz runter, die Tieflader. Ja. Jo, Jürgen, nach dem Drescher musst du wirklich gucken, ey. Ja. Fährt nur noch 8 km/h und der zieht irgendwie ganz komisch nach links. Halte ich jetzt schon zweimal. Okay. Jo. Vielleicht irgendwie die Spur verstellt oder so. Guck mal im Terminal, da hat der eine Rubrik Service, guck da mal nach. Wie viel der hat. Ja, das hatte ich dir vorhin schon gesagt. Das Schneidwerk. Ja, das Schneidwerk ist bei 81 und der Drescher bei 37. Bei 39. Oh, da wird jetzt ja ganz höchste Eisbahn. Was guckst denn du nicht nach deinen Geräten, ey? Ja, du hast halt die größte Zeit. Ich hab damit einmal geerntet. Ja, ist dein Fahrzeug. Schaffst halt nix. Ja. Genau. Aber, tschüss. Weißt du Bescheid. Tschüss. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut auch bei Dark Racing YouTube vorbei. Kanal natürlich unten verlinkt. Lasst ihm mal ein Abo da, der braucht noch ein paar. Der ist knapp um die 100. Hat vielleicht die 100 schon geknackt, vielleicht auch noch nicht. Aber es wäre schön, wenn ihr den auch ein bisschen unterstützen würdet. Und bis morgen dann. Haut rein, macht's gut. Tschüss.